Gau Algesheim, eine Stadt in Rheinhessen, 3 Kilometer vom Rhein entfernt und am Rande der Mainz-Ingelheimer Rheinebene, auf den Terrassen zum rheinhessischen Westplateau. Die katholische Pfarrkirche St. Cosmas und Damian, erbaut 1887 bis 1889. Eine dreischiffige Hallenkirche in neugotischer Form, erbaut nach den Plänen des Limburger Diözesanbaumeisters Max Meckel. Ältere Bauteile der Vorgängerkirche wurden mit einbezogen, unter anderem der untere Teil des 64-Meter-Turmes, früher als Fluchtturm datiert, vor 1000 nach Christus. Ein spätgotischer Marienchor von 1406 und ein tunnelartiger Durchgang. Die 1539 erbaute Vorkirche als Pfarrkirche wurde 1889 abgerissen. ...2009 erfolgte eine große Innenrenovierung. Die außergewöhnliche und reiche Innenausstattung der Hallenkirche, unter anderem Altäre, Skulpturen und Wandmalereien, gilt als ein Juwel der Kirchenbaukunst mit großer historischer und baugeschichtlicher Bedeutung. Viele Kunstwerke stammen aus der Nürnberger Kunstwerkstatt von Jakob Ruttermund. Grabmäler stammen aus dem 14. bis 18. Jahrhundert.